Bin ich? Hi, bin ich scharf? Jo, glaub schon. Hi und herzlich willkommen zum Video und hier auf meinem Kanal. Ich heiße Andi und heute erzähle ich mal ein bisschen Persönliches als von mir. Also, wo sollen wir anfangen? Heute Morgen hat mein Handy am 31. Oktober 2017 geklingelt und da war eine, sagen wir mal, eine Terminerinnerung drin vom 31. Oktober 2016. Stand drin, YouTube-Channel planen. Mir gedacht, okay, 2016 am 31. Oktober haben wir da schon mal drüber geredet. Ich habe damals mit einem Kollegen darüber geredet, ob es möglich wäre, einen YouTube-Channel aufzubauen. Wir haben es natürlich dann irgendwann vergessen und dann im November, Dezember habe ich mal so ein bisschen ernsthaft darüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, okay Andi, du interessierst dich für Fitness, machst gerne irgendwelche Sachen, nimmst dich gerne mit einem Video auf, warum probierst du dich nicht einfach mal an YouTube-Channel? Verschiedene Kameras ausprobiert, hier und da und viel informiert über YouTube, wie das ganze Zeug abläuft und mir war dann eigentlich damals schon klar, okay, so einen YouTube-Channel aufzubauen, das wird ziemlich schwer in der heutigen Zeit. Es werden ja millionenfach Minuten in einer Stunde hochgeladen oder eine Minute oder was weiß ich. Und es ist extrem, extrem schwer. Gut, am 19.01. kam dann mein erstes Video hoch. Das habe ich nicht groß beworben. Ich fand es nicht gut. War von der Videoqualität nicht so gut, also habe ich es auch nicht beworben. Dann kam mein zweites Video, mein drittes Video und irgendwann habe ich es mir auf Instagram erwähnt. Und die Resonanz war natürlich dementsprechend schlecht. Als Starter. Aber man muss auch dazu sagen, so ein YouTube-Channel hat auch irgendwas ziemlich Krasses. Also es verändert schon ein bisschen einen, gerade in der Denkweise über seine Freunde und über die Leute, die eigentlich einem scheißegal sein sollten. Tut mir leid wegen diesem Ausdruck, aber es ist einfach so. Denn man denkt einfach viel zu sehr darüber nach, was könnten denn die anderen Leute von mir denken. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, so ab dem 10., 12. Video habe ich dann so gemerkt, wenn man weggegangen ist, sind dann Leute zu einem besoffen gekommen und haben gesagt, hey, entweder ich finde es mega scheiße oder ich finde es ganz cool. Und dann sollte man eigentlich auch sich so ein bisschen schulen darin, gerade wenn man so einen YouTube-Channel macht, sich einfach, oder allgemein auch wenn man durch die Welt geht, sich einfach ein bisschen schulen, dass man einfach auf die Meinung der anderen so ein bisschen sagt, okay, das ist mir eigentlich egal, denn man lebt sein eigenes Leben und man sollte auch an sich selber denken und nicht immer den anderen hinterher springen. Und das habe ich dadurch auch ein bisschen gemerkt. Damals, ganz dumme Geschichte, ich hatte damals einen ziemlich krassen Undercut, hatte hier 4 mm oben, so 10 cm, ein ziemlich guter, hipster Undercut für die damalige Zeit im Jahre 2015. Weil im Jahre 2015, am 13. Oktober, auch wieder so ein Entscheidungsmonat, habe ich mich entschlossen, okay Andi, du lässt dir deine Haare lang wachsen und ist dir scheißegal, was Leute dazu sagen. Und damals auch mit diesen langen Haaren wachsen, haben die Leute gesagt, hey Andi, du siehst so scheiße aus, verpiss dich mal. Und dann ist mir so dieser Gedanke angekommen, eigentlich ist doch scheißegal, was die Leute von dir denken, du hast deine guten Freunde, du hast deine Familie und denen ist es eigentlich auch egal, was du eine Frisur hast. Die sind ja wegen deinem Charakter da und nicht wegen deinem Aussehen. Aber dann, da trennt sich halt wirklich die Spreu vom Weizen. Das ist einfach so lustig, wenn man so dann die Leute sieht. Man hat so, so einen Pol an Leute, das kennt ihr selber. Man hat so man kennt ziemlich viele Leute, sehr viele Leute kennt man. Ja, sag mal so vom Grüßen, mit denen hat man mal ein bisschen so geredet, gerade beim Weggehen oder beim Trainieren oder was auch ich, oder Familienfeiern oder, ja, Familienfeiern ist eher weniger, kommen meine Freunde nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann hat man so wieder diesen engeren Kreis, wo dann deine besten Freunde, deine Familie, deine Geschwister und alles drin ist. Und dann merkt man dann, okay, da draußen, da gibt es so viele Leute, die dich immer für irgendwas kritisieren. Die werden das auch immer machen. Egal was du machst, wenn du jetzt oben ohne Bilder hochstellst, dann bekommst du kein Lob dafür, sondern sie kritisieren dich, warum du sowas machst und warum du so viel Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst. So, und so war es genauso zum Beispiel damals mit meiner Frisur. Man hat dann so gemerkt, okay, manche Leute sind dann wirklich nur mit dir abgehangen, weil sie halt irgendwo mit dir in den Club gehen wollten, irgendwas mit dir machen wollten, dich irgendwie ausgenutzt haben. Und dann, ja, ich habe damals auch zum Beispiel für meine Kritik, habe ich von Leuten haben gesagt, wenn du deine Haare wachsen lässt, das ist persönlich,
will ich eigentlich nicht mehr so viel mit dir zu tun haben. Da habe ich gedacht, Alter, ist denn mit dir los? Ein bisschen verkehrt in der Birne oder was? Aber das ist ja auch eine andere Thematik. Aber wenn wir jetzt auf den YouTube-Channel zurückkommen, ist eigentlich genau das Gleiche. Sagen wir mal, wir haben wieder diesen großen Pool. Da gibt es Leute, die schauen den YouTube-Channel an, manche sagen, okay, der Andi, der dreht gerade völlig durch, was macht der da für Scheiße? Warum will der unbedingt sowas machen? Ich meine, wenn man sowas machen will, dann lass halt die Leute einfach sowas machen, das ist ja auch scheißegal. Aber dann gibt es natürlich auch wieder ein positives Feedback von Leuten, die dir einfach sagen, hey, extrem geil. Aber das sind bis jetzt nur die Außenstehenden. Das Witzige finde ich, die Leute, denen du wirklich wichtig bist, da habe ich so gemerkt, so meine besten Freunde, meine Kumpels und meine Familie, das sind vielleicht 10 Leute oder weniger als 10 Leute, die mir wirklich wichtig sind und denen ich auch wirklich wichtig bin. Das finde ich immer faszinierend. Die interessiert das gar nicht. Wenn ich so jetzt meine besten Freunde frage, hey, habt ihr schon mein letztes Video gesehen? Dann grinsen die mich an und fragen so, was für ein letztes Video. Ich habe, glaube ich, mal deine Anfänge gesehen. Das finde ich immer so krass, wie sich eigentlich Leute über jemanden aufregen, den sie gar nicht kennen, oder kritisieren oder schlecht über hinter den Rücken reden, und man bekommt es dann so mit, weil sie dann zum Beispiel besoffen dich anreden und sagen, hey, was machst du da eigentlich für eine Scheiße? Und dann gibt es halt auch wirklich die ehrlichen Leute, die dann sagen, yo, find's geil, was du machst. Oder, was auch richtig cool ist, ich kenne auch viele gute Freunde von mir, also mit denen ich mehr zu tun habe, die sagen dann einfach, yo, Andi, ich find's scheiße. Also ich fand das Video, ich find's cool, was du machst, aber ich fand das Video zum Beispiel scheiße und hat mir nicht geholfen, deswegen hast du ganz klar von mir ein Dislike bekommen. Finde ich geil, konstruktive Kritik, warum nicht? Ich möchte bloß darauf ein bisschen auch noch einbringen. Eigentlich sollte das Video sollte eigentlich darum gehen, dass man eigentlich drüber nachdenkt, dass jeder sein eigenes Leben hat und jeder eigentlich seines eigenes Glückes Schmied ist und man eigentlich einen Scheißdreck auf irgendwelche Meinungen geben sollte. Wenn es einen Spaß macht, dann sollte man es durchziehen. Wenn es den anderen nicht Spaß macht, das anzuschauen oder das mitzumachen, dann kommt er eben nicht mit auf deine Reise. Es ist halt einfach so. Und da wollte ich jetzt ein bisschen über meine YouTube-Zeiten erzählen, ein bisschen mal so einen kleinen Anstoß, Denkanstoß geben für die Leute, die immer zu viel Meinung auf die anderen geben, die sagen, okay, ich muss das machen, was er macht, sonst mache ich irgendwas falsch, das ist extrem, extrem dumm. Also ich bin jetzt mittlerweile 26 Jahre alt, ich habe mein eigenes Leben und ich gebe nur, ich nehme die Kritik meiner besten Leute an und versuche dann an mir zu arbeiten, weil ich weiß von denen wirklich, okay, die meinen es ernst und die wollen wirklich nur das Beste. Wenn du jetzt von irgendjemandem da draußen Kritik bekommst, dann nimmst du nicht zu Herzen. Nimmst du einfach nicht zu Herzen. Es ist nicht so schlimm, denn jeder hat sein eigenes Leben und du solltest dein eigenes Leben durchziehen und auch die Dinge, die dir Spaß machen. Mach deinen YouTube-Channel, mach Sport, geh saufen, rauch von mir, saufen, rauchen, lest mal. Ihr wisst schon, was ich sage. Macht das, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht von irgendjemandem einschränken, genauso wie in beruflicher Hinsicht. Wenn euch ein Job nicht mehr Spaß macht, dann hört es auf. Wenn euch ein Studium nicht mehr Spaß macht, dann hört es auf. Was bringt es euch, wenn ihr in eurem Leben, euer Leben durchzieht, sagt, okay, ich ziehe jetzt mein Studium durch, aber im Endeffekt in 10 Jahren könnte ich mich in dem Beruf einfach nicht mehr sehen. Und immer wenn euch irgendwas nicht Spaß macht und ihr wirklich euch auch sagt, okay, irgendwie habe ich keine Lust mehr drauf, dann macht es halt einfach nicht mehr. Man braucht nicht mit Zwang irgendwas durchziehen und erst recht nicht irgendeinen scheiß Gedanken an Leuten verschwenden, die ja nicht wichtig sind. Es gibt viele Leute, gibt es einen YouTuber, einen ziemlich kleinen, den kenne ich über eine Gruppe, erwähne ich jetzt hier, Florian Metzger, der hat auch gesagt, der macht immer so tägliche kurze Geschichten, was ich auch sehr inspirierend fand für dieses Video, der hat dann auch so erzählt, ich gebe es bloß wieder so ein bisschen, ich spiegel das jetzt bloß wieder ein bisschen wieder. Das Video, das hat mich sehr inspiriert. Danke dafür, Florian, sage ich jetzt schon. Der hat in diesem Video gesagt, hey, stell dir das Leben vor wie eine lange Zugreise. Und du hockst im Zug drin, ein paar Leute steigen ein, manche begleiten dich ans Ende, manche steigen an der nächsten Station aus oder steigen wieder in der übernächsten Station dazu. Und das Leben ist halt wie eine große Reise. Manche Leute gehen, manche kommen. Und so ist es halt auch. Und so ist es auch, das werdet ihr auch irgendwann mal einsehen. Jeder sagt, okay, Andi, was erzählst du jetzt hier für eine Scheiße? Ich wünsche euch, jetzt muss ich das Video abrupt ein bisschen abbrechen. Denn wir sind hier bei 9 Minuten 32. Ich bin es gar nicht gewöhnt, so lange zu reden, Leute. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, was ich für eine Message rüberbringen wollte. Lebt euer eigenes Leben, macht euer Ding, lasst euch nicht irgendwie beeinflussen und zeigt, was ihr könnt. Ciao.